Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Der zweite Spieltag der Fußball-Bundesliga steht an. Ich habe alle 9 Spiele prognostiziert. Die Timelinks findet ihr in den Kapitelmarken, wenn man das noch so sagt. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Reinschalten, wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und los geht's mit dem Freitagabendspiel Leipzig gegen Stuttgart. Auftaktspiel in den zweiten Spieltag. Leipzig gegen den VfB Stuttgart und Leipzig ist schlecht in die Saison gestartet. Eine Pleite beim ersatzgeschwächten Mainz 05, das hatte man sich anders vorgestellt. Hingegen der VfB Stuttgart mit einem super 5:1 gegen Greuther Fürth in die Saison hineingefunden. Aber das erste Ausrufezeichen kam trotzdem vom favorisierten RB Leipzig. Hier ist es Kevin Kampel, der einen Kopfball aber nicht gut platzieren kann. Leipzig dominierte die erste Halbzeit. Die Mannschaft von Pellegrino Materazzo sehr defensiv eingestellt. Und das rächte sich nach 37 Minuten. Amadou Haidara bekommt zu viel Platz. Wird dann zu spät umstellt. Da war die Sache dann nicht mehr auszumerzen. Und Leipzig setzte nochmal nach. Forsberg, starker Pass. Tyler Adams, noch stärkerer Schuss. 2:0. 45. Minute. Jetzt wird es brutal schwer für die Schwaben, das Ganze nochmal umzudrehen. Aber der VfB Stuttgart, er konnte sicherlich nochmal einiges draufsetzen. Mussten sie auch, ansonsten würden sie hier leer ausgehen. Endo. Al-Ghadoui. Und da war der Anschlusstreffer. 55 Minuten gespielt. Das Ganze drehte sich so ein bisschen, weil Leipzig nicht mehr so zielstrebig nach vorne spielt und auch defensiv die ein oder andere Lücke offenbarte. Klimowitz holt den Ball noch stark von der Linie. Philipp Clement. Wataru Endo wieder. Wieder Wataru Endo. Und wieder schlägt der Ball ein. Philipp Förster. 65. Minute. 2:2. Ausgleichstreffer. RB Leipzig eiskalt erwischt und Stuttgart holt sich dann am Ende noch verdient den Punkt in Leipzig zum Auftakt in den zweiten Spieltag. Enttäuschend für Leipzig, Stuttgart dürfte höchst zufrieden sein. Albtraumhafter Start für Greuther Fürth, 5:1 beim VfB Stuttgart und der VfB hatte ja auch durchaus personelle Probleme. Nun zu Gast Arminia Bielefeld, die Arminen mit einem souveränen 0:0 gegen Freiburg durchaus okay in diese Saison gestartet. Greuther Fürth in den weißen Trikots, aber hier im heimischen Stadion dann tatsächlich mal mit einem besseren Auftritt. Nach 13 Minuten ist es Leveling, der wurde eingewechselt, hatte den Ehrentreffer erzielt gegen den VfB Stuttgart. Hier scheitert er aber an Ortega. Greuther Fürth war ja schon eine Saison in der Bundesliga, hat aber in diesen 17 Heimspielen zu Hause nicht einmal gewinnen können. Das heißt, die Fans warten auf den ersten Bundesliga-Heimsieg, obwohl man eben eigentlich schon eine Saison hinter sich hat. Und sie arbeiteten dran, das zu ändern. Julian Green, da springt der Ball vorher nochmal auf, dann der Ball nur ans Außennetz. Es war aber durchaus ein vernünftiger Auftritt von Greuther Fürth. Arminia Bielefeld konzentrierte sich darauf, keine Gegentore zu kassieren. Das hat am ersten Spieltag gut geklappt. Diesmal geht es wieder mit einem 0:0 in die Pause. Stunde gespielt, dann auch mal Arminia. Robin Haag, der neue Mann vom 1. FC Nürnberg. Klos und Lassme im Zusammenspiel. Robin Haag hat das Auge draußen für Lawson. Der bringt die Flanke, Bauer mit einem Querschläger und Lassme lauert auf sowas und nickt das Ding ein. 62. Minute, 0:1. Bisschen aus dem Nichts dieser Treffer, extrem bitter für Greuther Fürth. Und das war ein Wirkungstreffer. Arminia Bielefeld hatte jetzt eine ganz breite Brust und wollte nachlegen. Klos, Kunze. Und Sascha Burchardt mit der Parade nach 69 Spielminuten verhinderte das 0:2. Es kam aber nichts mehr von der Spielvereinigung. Sie müssen sich am zweiten Spieltag zum zweiten Mal geschlagen geben. Bielefeld holt sich mit dem ersten Tor direkt mal die ersten 3 Punkte und stehen jetzt mit 4 Punkten nach 2 Spielen sehr gut da.
Frankfurt und Augsburg müssen die Defensive unbedingt in den Griff bekommen. Die Eintracht verlor 2:5 bei Borussia Dortmund, Augsburg 0:4 zu Hause gegen die TSG Hoffenheim. Frankfurt aber hatte die Schwächen ausgemacht bei den Fuggerstädtern. Jesper Lindström in der 10. Spielminute mit dem 1:0 für die SGE. Der FC Augsburg machte im negativen Sinne da weiter, wo sie aufgehört hatten. Das war ganz schlimm in der Verteidigung. Lindström heute in der Startaufstellung, ebenso wie Jens-Petter Höge. 18. Minute, Kombination zweier Neuzugänge, 2:0 für Eintracht Frankfurt. Der FC Augsburg taumelte besorgniserregend. Was war da bitte los? Boré legt auf, Höge legt quer, Boré macht das Ding und bedankt sich. 25. Minute, 3:0, es war unfassbar, wie schwach der FC Augsburg hier auftrat. Das war eigentlich kaum zu erwarten mit einer doch recht stabilen Mannschaft. Und es hätte noch übler werden können. In der 35. Minute, Makoto Hasebe, kein Torjäger, versucht sich hier und hätte fast das vierte Tor erzielt. Natürlich musste sich etwas ändern bei Augsburg und sie kam etwas besser aus der Kabine. Moravec mit Florian Niederlechner, der windet sich um Evan Dicker darum, dass Kevin Trapp sich auch mal auszeichnen muss, aber das war schon lange nicht mehr so eine anfällige Defensive wie noch gegen Borussia Dortmund. Gut, da stand auf der anderen Seite auch ein Reus und ein Haaland. Frankfurt hingegen hatte sich dann wieder gefangen. Jens-Petter Höge mit dem 4:0, ein super Heimauftakt für den Neuzugang. Den dreht er aber mal richtig schön ins lange Eck. Für Rafael Gikiewicz heißt es nur hinterher schauen und sich ärgern, was die Defensive da eigentlich macht. Erik Durm heute in der Startaufstellung für Danny da Costa, darf auch nochmal einen auflegen. Rafael Santos Boré erzielt seine ersten beiden Bundesliga-Tore. Ganz war es nicht vorbei für den FC Augsburg. Sie mussten nochmal eine Welle hinnehmen. Boré, Jesper Lindström vollkommen frei. 6:0, 86. Minute. Das halbe Dutzend war voll. Dann war es aber auch endlich für den FC Augsburg vorbei. Dreimal Doppelpack, dreimal Neuzugänge. Das könnte der Auftakt sein in eine neue interessante Ära für Frankfurt, aber Augsburg war auch richtig, richtig schwach. Das hatte sich die Hertha ganz anders vorgestellt, als man früh in Führung ging beim 1. FC Köln. Am Ende verlor man mit 3:1 gegen freudige Geißböcke, die gerne spielten. Die Hertha hatte wieder dieses Defensivding, aber halt nicht gut. Der VfL Wolfsburg machte hier die ersten Anzeichen, nach vorne zu spielen. Das erfolgreiche Saisondebüt in der Bundesliga gegen den VfL Bochum konnte jetzt nicht so richtig Auftrieb geben. Man gewann zwar, aber so überzeugend war das nicht. Man spielte dort fast die komplette Spielzeit in Überzahl. Hertha mal vielleicht mit einer Standardsituation. Suat Serda. Und das war nicht so schlecht. Jovetic per Kopf am ersten Pfosten, wird dann von hinten aber noch ein bisschen gedrückt und dann geht der Ball auch am Lattenkreuz vorbei. Es war doch ein recht unterhaltsames Spiel und die Hertha bemühte sich auch nach vorne was zu machen. Prince mit dem Pass zu Lucas Toussaint. Und solche Dinger darf man dann gerne mal machen. 33. Minute, da scheitert er an Kuhn Castells, bekommt kurz vorher noch Druck, aber das war ein relativ uninspirierter Abschluss. Augen zu und drauf, das hilft eigentlich nur, wenn man ganz genau weiß, wo der Kasten steht. Und das ist eben nicht Lucas Toussaint. 0:0 nach 45 Minuten. Der VfL Wolfsburg zu Beginn der Halbzeit dann aber wieder etwas besser. Baku, Philipp kommt an Maton Dardai vorbei mit etwas Glück und schließt dann zielstrebig ab ins kurze Eck, aber aus der Distanz ist für Alexander Schwolo da nichts zu machen. Die Hertha katastrophaler Saisonstart.
Sie versuchten es abzuwenden. Stefan Jovetic konnte dann auch ausgleichen. 1:1 in der 67. Minute, aber das war auch schon dann das Ende vom Lied. Ob man da so richtig zufrieden mit sein kann, vermutlich nicht, aber sie sind nach einem Rückstand zurückgekommen, holen sich einen Punkt gegen den VfL Wolfsburg. Ist okay. Der VfL Bochum startete schlechter rein, als man sich das überhaupt fast in den kühnsten Albträumen ausmalen könnte. Rote Karte und Elfmeter gegen sich. Und trotzdem machen sie es dann gut beim VfL Wolfsburg. Gegen Mainz zu Hause dann wiederum ganz andere Vorzeichen. Getragen von den eigenen Fans nach einer halben Stunde Simon Zoller mit dem verdienten 1:0 für Bochum. Mainz setzte sich überraschend gegen Leipzig durch. Zu Hause gegen die Roten Bullen, aber war es ein ganz anderes Spiel. Hier hatten sie einen Gegner, der diesen Kampf dann auch komplett annahm und irgendwie besser eingestellt war. Die erste und einzige Offensivaktion mündete in einer Abseitsposition der Mainzer. So ging es mit dem 1:0 in die Pause. Etwas mehr als eine Stunde gespielt. Jason Lee jetzt mal mit viel Platz im Mittelfeld. Verschleppt eigentlich das Tempo. Burkhardt bringt den Ball nach rechts außen und das sieht dann weitestgehend so aus. Mainz heute nicht so gut aufgelegt und der VfL Bochum setzte Nadelstiche. Stefan Bell und Robin Hack da hinten im Passspiel. Robin Zentner, was für ein Fehler. Antwi Ajay ist dazwischen. Simon Zoller, Antwi Ajay, Simon Zoller. Doppelpack, 2:0 Bochum. Unfassbar. Was macht der erste FSV Mainz 05 da hinten? Spielt da noch rum? Das nutzt die Mannschaft von Thomas Reis. Eiskalt aus. Mainz probiert es nochmal. Sie mühten sich. Barrero Martins auf Jason Lee. 2:1 in der 90. Minute, aber das war dann nur noch ein Strohfeuer. Bochum bringt das Ganze über die Zeit, holt sich nach der Bundesliga-Abstinenz den ersten Sieg mal wieder zu Hause daheim im Ruhrstadion mit 2:1 und das verdient gegen Mainz 05. Überragender Saisonauftakt für den BVB beim 5:2 gegen Frankfurt. Aber unter der Woche verlor man dann das Supercup-Finale gegen den FC Bayern München, wo man auf Augenhöhe durchaus agiert, aber in der Defensive eben doch die ein oder andere Schwäche aufkeimte. Hier wollte man gegen die Breisgauer wieder froh nach vorne spielen und das ließen die Breisgauer zunächst auch zu. Hier versandet dann diese Situation, nachdem Marco Reus den Innenpfosten getroffen hat, war dann auch ein bisschen Pech dabei. Die Mannschaft von Christian Streich mit dem 0:0 zum Auftakt in Bielefeld sicherlich durchaus zufrieden. Aber Freiburg machte jetzt richtig Spaß nach vorne. 35. Minute, das erste Mal, dass sie nach vorne spielten und dann ein durchaus interessanter Spielzug, der die BVB-Abwehr vor Probleme stellt. Und dann ging es mit 1:0 auch in die Pause. Was war da los? Ja, Sportclub Freiburg. In der letzten Saison hatte man hier zu Hause den BVB sogar schlagen können. Und Schwarz-Gelb hatte Probleme, damit umzugehen. Wir sind im zweiten Durchgang. Keitel mit dem Pass zu Roland Salay. Aber Gregor Kobel passt auf. Starker, sicherer Rückhalt, der sich hier ganz groß macht und den Ball dann parieren kann. Nur noch 20 Minuten. Der BVB fand einfach keine Lösungen. Freiburg machte das richtig gut in der Defensive. Felix Paslak, Reyna, die bissen sich einfach die Zähne aus an dieser Defensive. Wo ist die Lücke? Das dauerte dann hier und da auch mal ein bisschen zu lang. Schlotterbeck dazwischen, Günther und der Ball war wieder geklärt. Das passierte eigentlich ständig. Der BVB im Angriffsmodus, aber es kamen keine Angriffe, keine Torabschlüsse zustande und dann war auch Feierabend. Nach 90 Minuten stand es 1:0 für Freiburg und das war auch das Endergebnis. Herbe Enttäuschung für den BVB. Freiburg gewinnt zum zweiten Mal hintereinander ein Heimspiel gegen den BVB und das mit viel Kampf. Das Topspiel am Samstagabend zwischen Bayern 04 Leverkusen und Borussia Mönchengladbach hatte spielerisch durchaus in sich. Da war man
erwartungsfroh. Beide Mannschaften am ersten Spieltag mit dem 1:1, Gladbach gegen den FC Bayern, Leverkusen gegen Union Berlin. Also konnte man sich hier auf ein interessantes Spiel einstellen. 10. Minute, erste richtig große Chance für die Fohlen-Elf. Lars Stindl von Alassane Player bedient, aber Lukas Radetzky packt eine gute Reaktion aus. Leverkusen braucht ein bisschen Pfand dann aber auch rein in diesen Samstagabend. Palacios sieht dem hier bei. Der hat das Auge für Moussa Diaby. 1:0, 27. Spielminute, startet genau im richtigen Moment und der Mann, der auch gegen Union traf, setzt hier den nächsten Ball ins Netz. Gladbach aber definitiv nicht die schlechtere Mannschaft. So nochmal eine Standardsituation vor dem Pausenpfiff und der Standard führt zum Erfolg. Hannes Wolf per Kopf in Richtung des Tores. Matthias Ginter 1,5-2 Meter vor dem Kasten hält den Fuß hin und vollendet zum Ausgleich, der auch gleichzeitig den Halbzeitstand markierte. Gladbach durchaus besser in der spielerischen Anlage am Samstag. Neuhaus zu Player. Sie näherten sich an dem 2:1. Lukas Radetzky aber sehr, sehr gut aufgelegt. Mit einer starken Fußabwehr wehrt er den zum Eckball. Und den schauen wir uns auch an. Von der linken Seite. Wieder gut getreten und wieder zum Erfolg. Hannes Wolf, 52. Minute, den ersten Treffer noch aufgelegt. Den macht er selbstständig per Kopf. Arangis auf der Linie ist zu klein, um den zu klären. Und Gladbach wollte das Spiel entscheiden. 83. Minute. Radetzky ärgerte sich vollkommen zurecht. Leverkusen gab das Spiel vollkommen aus der Hand. Und hier war das 3:1 locker möglich. Sollte aber noch nicht fallen. Die Borussia macht aber weiter. Neuhaus, Alassane Player. Jetzt war es entschieden. In der 87. Minute 3:1 für Borussia Mönchengladbach. Ein beeindruckender Auftritt. Leverkusen hat noch viel nachzuholen. Bei der Fohlen-Elf hingegen konnte man sehen, wohin es gehen wird. Und das war ein vollkommen verdienter Auftritt, ein starker Auftritt und ein verdienter Erfolg. TSG Hoffenheim und Union Berlin beide zufriedenstellend in diese Saison gestartet. Hoffenheim mit einem 4:0 bei schwachen Augsburgern, Union mit dem 1:1 daheim gegen Bayer 04 Leverkusen. Daheim aber die Unioner ja sowieso immer stark, jetzt mussten sie auch auswärts ihr Spiel aufs Parkett bringen. Hoffenheim versuchte eine komplette Halbzeit lang die Defensive zu knacken. Das funktionierte das erste Mal so richtig unmittelbar vor der Pause. Aber dann hatte Andreas Lute noch etwas gegen diesen Einschlag. Und so ging es mit dem 0:0 auch in die Pause. Und der Bestrich kein richtig spektakulärer, kein spannender Sonntagnachmittag bis dato. Es wurde aber besser. Union Berlin machte da nämlich auch mal mit nach vorne. Khedira zu Max Kruse. Khedira bekommt den Ball noch einmal. Ingwarzen, Max Kruse. 49. Minute. Das 1:0 kurz nach dem Wiederanpfiff. War nicht unbedingt mitzurechnen. Aber Hoffenheim ließ sich ein bisschen von dieser Lethargie anstecken. Aber von dem 0:1 wiederum wurden sie wachgeküsst. Munas Dabur brühen lassen. Wuchtiger, sehenswerter Abschluss, der aber nur die Oberkante der Latte trifft. Der Abschluss trifft nur die Oberkante, so. Und Hoffenheim machte weiter. 20 Minuten auch nur noch auf der Uhr, das heißt, sie mussten jetzt auch liefern und sie lieferten in persona Munas Dabur. Kramaric mit dem Pass durch den 16er, Dabur
aus etwas spitzem Winkel zum Erfolg. Hoffenheim wollte das Spiel jetzt gänzlich drehen und es war ein starker Auftritt mittlerweile. Stiller, Kramaric, Andrej Kramaric. Lute schimpfte nochmal über die etwas nachlässige Defensive, vollkommen zurecht. Aber er hielt mit dieser Parade das 1:1 fest. Hoffenheim holt sich den 4. Punkt. Union bleibt ungeschlagen, hat jetzt 2 Punkte auf dem Konto. Damit dürften beide gut leben können. Der FC Bayern München gegen den 1. FC Köln zum Abschluss des 2. Spieltags. Bayern mit dem DFL Supercup-Titel im Rücken. Hier im ersten Heimspiel der Saison höchst motiviert. So spielten sie auch gut auf. Joshua Kimmich mit der Vorlage, Leroy Sané nach 6 Minuten mit dem 1:0, der 1. FC Köln in den gelben Trikots. Nach dem guten und starken Erfolg, spielerisch überzeugend gegen die Hertha, war es hier doch eine Nummer zu groß. Sie waren teilweise doch recht überfordert. Hier ist es Hübers, der das 2:0 verhindert, hält den Fuß rein und dann im zweiten ist er dann nochmal dazwischen. Köln wehrte sich gegen eine heftige Packung nach vorne, kam aber dadurch relativ wenig zustande, obwohl Baumgart schon gezeigt hat, dass er auch den Bayern mit Paderborn ab und an mal zusetzen konnte. Und die Bayern im zweiten Durchgang dann mal wieder eiskalt. Erster Abschluss, Leroy Sané in der 50. Minute, nicht zu halten für Timo Horn, das war auch schon die Vorentscheidung in diesem Duell. Die Bayern machten noch ein bisschen langsamer, Stunde jetzt gespielt, Kimmich auf Thomas Müller und dann war endgültig der Deckel drauf nach einer Stunde, 3:0. Köln musste jetzt aufpassen, dass das nicht noch heftiger wurde, sie fingen dann wieder an, besser zu verteidigen, Lewandowski in der 90. Minute nochmal mit einem Abschluss, aber er blieb heute tatsächlich ohne Torerfolg. Machte trotzdem kein schlechtes Spiel. So endete dieses Duell mit 3:0 für den FC Bayern München. Der erste Sieg in der Saison. Der 1. FC Köln muss die erste Niederlage hinnehmen. Allerdings ist die beim FC Bayern München sicherlich durchaus eingeplant gewesen. Jo, das soll es dann wieder mit dieser Prognose gewesen sein. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Wenn ihr es nicht so toll fandet, dann gebt einen Daumen nach unten und abonniert lieber nicht. Ja, vielen Dank fürs Reinschalten. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und adios.